Moin moin, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play King's Quest 1 Quest for the Crown. Das allererste King's Quest, allerdings für die, die es damals gespielt haben, die werden jetzt schon sehen, das ist nicht das originale King's Quest 1, denn das war auf der AGI Engine, die damals bei Sierra aktuell war. Ja, ich finde, die AGE-Spiele haben ihren Charme, aber man muss schon echt ein verflucht großer Retro-Fan sein, damit man sich das noch antun kann. Deswegen, und auch weil es unglaublich toll und praktisch ist, habe ich die von ADG oder AGD, ich habe es jetzt gerade vergessen, gepublishten Remakes geholt, die wir diesmal spielen werden von King's Quest. Es gibt Remakes von King's Quest 1, 2 und 3, also die originalen AGI-Grafik-Spiele, die wurden hier geremaked. Und das Schönste ist, die sind komplett kostenlos. Wenn ihr selbst King's Quest 1, 2 und 3 in der schönen VGA-Grafik spielen wollt, dann ist der Link unten in der Beschreibung. Da könnt ihr euch das Spiel selbst runterladen. Es ist komplett kostenlos. Und ja, es ist einfach fantastisch. Es ist vertont, es sieht toll aus und es spielt sich mit Maus statt mit einem Tastatur-Eingabe-Parser. Sehr, sehr toll. Und wer nicht weiß, was King's Quest ist, dann viel Vergnügen damit. Ich muss persönlich sagen, ich habe King's Quest zwar gespielt, aber kein King's Quest Teil durchgespielt. Deswegen, das wird sehr spannend auch für mich, denn ich weiß hiervon nicht viel. Aber gehen wir doch einfach mal in die Introduction, um herauszufinden, was denn die Story hinter King's Quest ist. You are Sir Graham, the bravest and most honorable knight in the troubled realm of Daventry. King Edward the Benevolent, aged ruler of Daventry, has summoned you to the castle for reasons unknown. Greetings, Sir Graham. The King is expecting you. Allow me to escort you to His Majesty's throne room. Thank you, Sir Knight. Raise the portcullis. I am at your service, my king. I am an old man, Sir Graham. Perhaps too old to carry the weight of this crown. My bones ache, my hands tremble. I am afraid my time on earth grows short. But enough about me. Great misfortunes have befallen Daventry since the loss years ago of three magical treasures. I have chosen you, the finest knight in all of Daventry, to search for these lost treasures. Only then can this kingdom be restored to its former glory. And only then may I rest with the knowledge that my people are safe. The first treasure is a magic mirror that foretells the future. The second is a magical shield that protects the bearer from all mortal harm. The third and last is an enchanted chest that is forever filled with gold. I know that what I ask is difficult, nay, perhaps impossible. The dangers are many. But you are brave and pure of heart. That is why I chose you to volunteer. If you succeed, you will inherit my crown and rule the realm of Daventry as her rightful king. Go, Sir Graham. And know that the fate of Daventry lies in your hands. Take heart, my king. I shall not fail you. Ja, und darum geht's. Wir sind Sir Graham und wir sollen die drei magischen Schätze aus dem Königreich Daventry finden und dem sterbenden König bringen, sodass er weiß, dass sein Volk gut aufgehoben ist, zum einen mit diesen tollen Schätzen und zum anderen mit uns als neuen König. Also, lasst uns loslegen. Would you like to play the game without the possibility of encountering dead ants or getting stuck? Das ist eine schöne Option, doch nun wusste ich nichts, dass sie das eingebaut haben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich das machen will, weil der Witz bei Sierra Adventures im Gegensatz zu vielen anderen Adventure-Firmen wie LucasArts zum Beispiel prominenterweise, war ja, dass man eben sterben konnte in Adventures und auch im Falle von zum Beispiel
Police Quest sehr bekannte Szene, ganz böse mitten im Spiel plötzlich ein Dead End erreichen konnte, weil es einfach nicht ging. Man bei Police Quest nur als Beispiel war es so, dass man musste für sein Team Ausrüstung bestellen. Wenn man das aber nicht richtig gemacht hat und die Formulare im Spiel nicht richtig ausgefüllt hat, dann kann man zwar ganz normal weiterspielen und merkt es nicht, aber irgendwann mitten im Spiel kommt der Punkt, wo deine ganze Mannschaft nicht vernünftig ausgerüstet ist und du stirbst und du musst das Spiel eigentlich neu anfangen. Das ist sehr, sehr arschig. Solche Sachen machen natürlich keinen Spaß. Allerdings sind, ich weiß nicht genau, es steht hier Dead Ends or Getting Stuck ist verhindert. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht sterben kann im Spiel, weil das wäre blöd, weil da gehen auch viele spaßige Szenen flöten, wenn man das ausschalten würde. Deswegen, ich sag mal ja, weil es für ein Let's Play, glaube ich, ganz angenehm ist. Stecken bleiben und neu anfangen müssen ist ja auch nicht toll. You have disabled dead ends. The game will be fully playable from beginning to end. And you will never get into a situation where you are forced to restart from the beginning. Okay, das klingt, finde ich, okay. Das klingt in Ordnung. Damit versaut man sich nicht das Spiel, weil man plötzlich Sachen nicht mehr machen kann. Aber man hat trotzdem keine fiesen Plotstopper und Gamebreaker. Das ist nett. Okay, schön gemacht. So, wir haben das Interface von, ja, eher den SCI-Spielen. Die kamen ab King's Quest 4, wurde das Ganze dann in die SCI, die Sierra, oh Gott, wie war denn das? Sierra, Control Interpreter oder irgendwie sowas, wurde in die Engine portiert und dann gab es auch Mausunterstützung mit dieser, ja, heute eigentlich so eher standardmäßigen Belegung für Adventures. Man kann laufen, man kann reden, man kann gehen, man kann anschauen, man kann benutzen. Ja, dann lasst uns doch einfach mal mit der Wache reden. Vielleicht weiß sie ja sogar schon, wo wir hingehen können. These stone-faced guards must have been trained not to converse with anybody. They ignore you, Sir Graham. Das finde ich nicht in Ordnung, weil ich bin nicht einfach anybody. Ich bin Sir Graham. Und ach ja, genau, wir sehen hier oben die oh. Oh, okay. Nett. Wir sehen hier oben die Leiste und da vor allen Dingen, das war bei Sierra-Spielen früher mal ganz, ganz wichtig, die Punktzahl. Es gab immer Punkte für alle möglichen Dinge und so konnte man dann ausmachen, wie viel man vom Spiel denn eigentlich gesehen hat, wenn man es durchgespielt hat. So, jetzt sind wir hier gerade an einem kritischen Punkt. Ich spiele im Fenstermodus und ich klicke hier gerne mal aus dem Fenster raus scheinbar, weil man sehr an den Rand gehen muss. Okay, wir haben hier die ganzen Symbole ebenfalls nochmal. Was ist das hier jetzt? Keine Ahnung. You are carrying nothing. Genau, wir haben unser Inventar, in dem nichts drin ist. Und wir haben das hier. Das ist... Ah, das ist schön. Game Speed hochstellen ist auch toll. Escape, Skips, Walk. Ja, machen wir mal an. Kann man ja vielleicht später mal gebrauchen, wenn wir viel hin und her laufen müssen. Voice und Text können wir an- und ausschalten. Ich finde es großartig, dass es vertont wurde. So, wir speichern jetzt einfach mal hier, damit wir gleich schon mal wissen, was Phase ist. Speichern und laden wird sehr oft vorkommen. Restore, Restart, Quit. Ich will mich hier ein bisschen umgucken. King's Quest 1, Quest for the Crown, Version 4.1c, Game Design bei Roberta Williams. Später ihres Zeichens auch verantwortlich für zum Beispiel Spiele wie Phantasmagoria. AGI und SCI Versions of King's Quest 1 were made in 84 and 90, respectively, by Sierra Online. This remake was created in 2001 by AGD... Okay. Yes. AGD. Okay. Von Chris Jones. In der Game Studio Version 2. Oh, das ist in Game Studio gemacht worden, okay. Ja, ja, hier kann man sich. King's Quest ist ja free, soweit ich weiß. Aber es gibt's. Ich werde es auch ebenfalls runterposten. Es gibt auch die ganz normale AGI-Version von. AGS, AGI. Von Sierra bei Good Old Games zu kaufen. Da gibt's alle Teile. Bis King's Quest 8, über das man nicht reden sollte. Und ja. This is a beautiful little lake. Da kann man die Originalversion dann auch ausprobieren. Habe ich ebenfalls. Deswegen war ich am Überlegen, welche Version ich spielen werde. Ich finde es ein bisschen schade, dass es sehr originalgetreu ist, denn die AGI-Version hat nichts außer ein bisschen PC-Speaker-Neues. Hier ist auch nicht viel Mucke im Hintergrund. Das kommt erst viel, viel später. Ich glaube, mit 5 war es irgendwann Standard, dass immer Musik lief. 4 war schon ein bisschen mehr. Und 1, 2 und 3 waren noch sehr, sehr dünn, was Sound und Musik anging. Wie gesagt, alles nur PC-Speaker. Aber, was man auch gerade gesehen hat, es gab die AGI-Version von dem Spiel und die SCI-Version. Das heißt, Sierra selbst hat die King's Quest-Spiele, die ersten, zumindest den ersten, ich weiß nicht, ob sie noch mehr hatten, ebenfalls ja, neu aufgelegt nochmal, 91, in der Engine von King's Quest 4. So. This is a serene mountain lake.
In the woods to the north, you can just see what looks like an old stone well. Ja, ja. Well. Kann ich angeln? The small rock will not move. Ich will ja nicht ein small rock. Ich will ja the water is not deep enough here for you to dive. Okay. That's strange. You don't get an answer. Ja, das ist wirklich strange. Verstehe ich nicht. Okay, gehen wir hoch zum Brunnen. This weathered old bucket has served the kingdom for years and years. It still holds water as well as it did on the day it was made. Ja, dann würde ich den gerne mitnehmen. Kann ich das? Ich kann. Was macht er? After you are in the old bucket, your weight causes it to slowly descend. Ups. Ja, das ist schön. Vielleicht gab es hier was Interessantes. Problem ist, wie komme ich jetzt wieder hoch? Oh. The cold, damp stones are covered with lichen. Okay. You're already climbing the rope. Ja, dann klein mehr. Uiuiui. Scheint ein bisschen slippery zu sein. Okay, wir haben einen Weg nach unten in diesem Brunnen gebaut. Was uns das jetzt bringt, weiß ich noch nicht so genau. Kann man den Griff auch einfach benutzen? There's not much to do there. Okay, nee, kann man nicht. Na denn. Sir Graham, bitte gehen Sie. Man kann das Spiel auch mit den Pfeiltasten spielen. Also Oldschool wie damals. Das Problem bei den Oldschool-Spielen war, ich drücke einmal, ihr hört das, ne? Und er läuft und läuft und läuft. Das heißt, er läuft so lange, bis er ein Hindernis trifft oder bis ich die Taste nochmal drücke. Dann bleibt das stehen. Das war damals öfter mal ein fieses Problem, fand ich. Das hat mir nie wirklich gefallen, diese Steuerungsmethode, warum ich nicht einfach gedrückt halten darf, damit er so lang läuft, wie ich drücke und nicht einfach weiterläuft, wenn ich an der Klippe stehe und genau laufen muss und dann macht's plumps und ich bin tot. Das passiert leider so oft. Was ebenfalls sehr oft passieren wird, ist, dass wir hier rumirren, so das, was wir jetzt gerade machen, denn ich kenne die Map nicht. Das ist alles viel zu lange her und wie gesagt, ich habe sie nie durchgespielt und diese Welt ist relativ groß und es gibt keine Map. Jedenfalls glaube ich nicht, dass es eine gibt. Vielleicht gibt es hier eine in der Remake-Version. Scheinbar nicht. Und wir sind noch nicht ein einziges Mal gestorben. Ich hätte es eigentlich herausfordern können, direkt zu sterben am Anfang. Aber habe ich nicht gemacht. So, gucken wir uns hier nochmal um. Das sieht wirklich... Ja, hallo. Gentle Sir Graham, I am your fairy godmother. Oh. Your quest is indeed noble. What little aid I can offer you is this protective magic spell, effective for but a short while. I shall be watching over you, Sir Graham. Das ist nett von dir. Tschüss, Tschüsschen. Das ist sehr nett von dir. Sie hat uns verzaubert, dass wir jetzt eine Weile geschützt sind. Aber gegen was? Und warum? Und leider kann ich den Zauber ja nicht selber auslösen. Das heißt also, na, das war mal verschwendete Zeit, liebe Fairy Godmother. Ah, jetzt sind wir hier wieder. Das kann doch gar nicht sein. Ich bin die ganze Zeit nach rechts gegangen. Wie kann ich denn jetzt wieder... Okay, das macht keinen Sinn. Oh, hier in dem Wasser kann man sogar stehen. Ein Forel! Da war ein Forel. Natur, Leben... Okay, gehen wir hier mal nach unten. Ah, das meinte ich mit aus dem Fenster rauskriegen. Gehst du nach unten? Dankeschön. Oh, ein Holzfällerlager. Oh, ich glaube, ich weiß sogar, was hier los war. War das hier nicht die Familie, die sehr arm ist und nichts zu essen hat? Oh ja, das sieht schwer danach aus. We would welcome you to our home, Sir Knight, but we've had no food for so long. My beautiful wife cannot even rise from her bed. I fear she may die soon. Oh, traurige Geschichte. An old earthenware pitcher sits on the table. There is a rickety old cupboard on the wall. Ich könnte die armen Säue jetzt noch beklauen hier. The woodcutter's most treasured possession, a fine old fiddle, lies on the table. The woodcutter sits on the edge of the bed next to his wife. Ever since the woods became too dangerous to venture into, he's not been able to earn a decent living. The woodcutter's poor wife appears to be near death. Oui. The woodcutter, still gazing at his wife's pale face, does not seem to hear you.
The woodcutter's poor wife appears to be... Okay, ja, den Guten muss man ja was Gutes tun, deswegen klaue ich mal seine Fiedel. You should not steal from these poor people, sir. Goddammit, kann ich den Schrank aufmachen? Ja, okay, die Logik sticht durchaus. Warum sollte er denn verhungern, wenn er Geld hätte? Kann ich die Axt nehmen? There's not much to do. Halt, stopp. Ich will die Axt. The old axe is tightly wedged in the tree stump. You cannot remove it, no matter what you do. Okay. Ich bin also ein schwächlicher Zukunftskönig. Ja, sie brauchen was zu essen. Dringend, denn... Ja, sonst verhungern sie. Das passiert meistens, wenn man nichts zu essen hat. Oh, das sieht aber verdächtig aus. Hier hat doch jemand Blümchen gesät. Und das sieht ungemütlich aus. Da will ich nicht hin. Zwischen... Oh, wow, okay. Hier scheint es definitiv was zu essen zu geben. Das hier ist eines der vielen... Huch. Eines der vielen Anspielungen in der King's Quest-Serie auf Grimms Märchen. Kommt unglaublich oft vor in der Serie.